Hallo, herzlich willkommen wieder auf meinem YouTube-Kanal. Oh, Gerald. Ich bin seit einer Woche hier am Stand, deswegen lebe ich. Kannst du auch aussehen. Und ja, ein Thema ist mir hier immer wieder begegnet, jetzt die letzten Tage. Und zwar ist das Kacke. Ja. Und zwar gibt es halt doch irgendwelche Hundebesitzer, die halt ihre Kacke der Hunde hier lassen. Und an sich ist das ja auch gar nicht schlecht, weil die gehört ja auch in die Erde und nicht in irgendwelche komischen Plastikbeutel, die dann in eine Müllverbrennungsanlage landen. Ist ja schon richtig, dass die in die Erde kommen, aber halt in die Erde. Man macht man doch woanders, oder? Bin ich auch die Erde. Und genau, einmal diesbezüglich zu Hunden und auch zu Menschen. Ups. Und haben gedacht, ich erzähle ja in meinem Video, wie wertvoll es ist, das Erde zurückzugeben und nicht aufs Wasserklo zu gehen, nicht aufs Trinkwasser zu scheißen. Dann muss ich aber auch mal sagen, was ist, wenn man kein Kompostklo hat, wenn man in der Natur ist, wie das dann funktioniert. Und ja, da habe ich eine Verantwortung für und da komme ich jetzt nach. Also man kann auf dem Wasser scheißen? Ja, erstmal. Ja, ich war ja gerade bei den Hunden, also mache ich da nochmal weiter. Denn ursprünglich haben sie hierzulande zumindest noch den Drang, das irgendwie zu verbuddeln. Katzen machen das ja auch, oder machen irgendwo in Sand oder so, wo es schnell austrocknen kann oder sich auch gut leicht verbuddeln lässt. Das ist wichtig. denn Hunde, Katzen, brauchen halt alles Tiere, die Fleisch essen und halt auch nicht sehr lange verdauen, und das ist auch die Kacke, die selber stinkt, wenn man reintritt. Und ja, deswegen ist es für alle Lebewesen und Organismen irgendwie angenehmer, wenn sie unter der Erde landet oder unter einem Haufen von Mulch, ne? Ich kann auch sowas nehmen und hier sehen wir, hier liegt Kacke drauf. Trocknet momentan halt echt gut, weil wir jeden Tag hier Sonne haben, kein Wölkchen, kein Regen. Aber es sieht halt nicht so angenehm aus. Okay, dann haben wir hier weniger Touristen, aber besser ist, wenn es irgendwo da drunter landet. Also ich meine, wenn sie ja wirklich austrocknen kann, dann ist es nicht schlecht, wenn das schnell geht, vor allem in heißen Ländern und so. Aber sonst ist es am besten, wenn sie unter der Erde landet. Dann kommt er nämlich. Giorgio! Gerade! Haben du Unlebewesen, die das Ganze besser zersetzen und kompostieren, anstatt irgendwelche Fliegen, die das dann durch die Gegend tragen. Dann gehe ich jetzt mal mit euch hier in den Wald. Ich meine, im Sand geht das natürlich auch sehr, sehr gut, aber es sollte dann möglichst weit weg vom Wasser. Dazu auch nochmal, also wenn es ein richtig so Ozeanmeer ist, an dem man ist, mit einer starken Strömung, die alles sofort in die Weite raussaugt, dann kann man auch gleich in den Ozean kommen. Genauso wie man auf hoher See ist, natürlich ein Schiff oder so, ist gar kein Problem. Es wird sofort auf den weiten Ozean getragen und dann von irgendwelchen Tieren gefuttert. Und im Ozean, im Salzmeer ist es auch völlig okay. Aber das ist ja hier Ostsee, das ist ja fast wie Binnenmeer. Und hier ist jetzt auch keine starke Strömung und drüben ist schon wieder Land, also es geht hier gar nicht. Genau, Sand ist natürlich leicht zu verbullen, aber waren wir das immer schon, deswegen gucken wir mal hier im Wald. Und hier bin ich, ja, letztens reingeraufen und dachte, ach,
Das ist ja traumhaft. Ja? Also das ist wirklich absolut perfekt. Wir haben halt hier so einen Hang und hier so Balken. Ja. Und hier hat sich ganz viel Laubmulch angesammelt. Ja? Und was wir dann da machen, ist einfach den ganzen Laubmulch beiseite. Super, wenn wir so einen Grabstock haben. Und dann halt noch so ein, ja, das ist ein Morsch, so ein Loch hier reinmachen. Aha. Hier ist auf dem Grabstock irgendwas verbuddelt. Ja. Ständig. So, oder? Ja. Und dann kann man das halt alles so machen. Ich guck mal, ob ich das irgendwie hinsetzen kann, die Kamera. Aber ey, wie müssen wir euch etwa von ihm? Weil nicht recht fertig. Ja, ne? So könnte es auch aussehen. Genau, und da festhalten. Und ja, genau so scheißen. So vertikal, da festhalten. Genau so. Hans auch meint, ey, wenn ich mich vorne am Wäschetrockner noch festhalte, kann ich kacken. Wenn ich so den läufe, dann kann ich kacken, so aller Superman. Das geht auch so. So. Und so kannst du. Wieso nicht? Guck mal, auch das ist schwierig. Ich ziehe dabei immer alles aus. Du musst kacken, ne? Weil ich finde, es stört nur und hängt nachher irgendwo drin. Und ja. Ich finde es einfach angenehmer. Damit bist du dich ja. Kann ich also nur empfehlen, einfach alle Klamotten untenrum auszuziehen oder wenn man lange Gewänder anhat, ebenso. Also nicht. Ja, danach wird das Ganze dann halt bedeckt. Wenn ihr Klopapier nehmt, ist natürlich auch schön, wenn es darunter verschwindet. Wenn nicht, dann sucht euch halt vorher vielleicht schon schöne Blätter raus. Der Haselstrauch hat sehr schöne, weiche, große Blätter, die ich sehr perfekt finde. Ich meine hier. So, ein Buche ist verarscht. Eine echte Buche. Ist halt ein bisschen klein. So, ne? Ja. Sind ganz cool. Moos ist auch schön. Ja. Man kann auch so getrocknetes Laub so ein bisschen nehmen. Ja, ist gut, wenn man sich halt vorher schon was Schönes raussucht. Findet man was. Ne? Genau, dann wird es am Ende abgedeckt. Also alles wieder am besten zuerst halt mit der Erde. Echt? So, wenn dann wirklich Erde drauf kommt, und je nachdem wie viel man macht, muss man das Loch gleich ein bisschen größer machen. Dann kommt der Laub drauf. Und wenn man jetzt länger an einem Ort lebt, so wie ich, ist es auch noch gut, wenn man hier so ein kleines Stöpfchen reinsteckt. Damit man weiß, ach, da habe ich schon mal hingekackt, da liegt schon was verbuddelt, da grabe ich jetzt nicht nochmal rein. Wenn man mit vielen Leuten an einem Ort lebt, dann vielleicht noch netter, wenn man was Auffälligeres wie so ein kleines Stöckchen nimmt, das jeder erkennt. Irgendwie ein großes Farnblatt oder eine Feder oder so da reinstecken. So, wenn man vielleicht jetzt nicht immer so einen schönen Platz wie diesen, vielleicht sieht der Wald bei euch ja ganz anders aus und ja. Der glaubt einfach so ein bisschen rum, bis ihr irgendwie was findet. Wir gucken nochmal nach einem schönen Ort. So, oft in so einem Baumschoß kann man auch schon mal schön Platz finden. Oder, naja, hier haben wir auch schon wieder so einen Balken. Hier liegt viel Laub. Ich gucke mal, wo viel Laub liegt und gucke immer an so ein bisschen so einen Hang. Ja, man kann sich auch schon mal ein bisschen was bauen. Ja, zum Beispiel den jetzt hier so hinlegen. Ja, das haben wir hier hinter halt auch. Auch Laub. So. Und dann halt noch wieder nach irgendein Stöckchen finden zum Graben. Ja. Ich glaube, das ist ein bisschen morsch, aber. Ja, das ist ein bisschen eher morsch. Nee, das geht mit dem gar nicht. Jawohl, das Ding hier ist auch morsch. Ja. Genau, das geht besser. Das ist halt, also,
Beispiel Johannes Vogel heißt, der schreibt in seinem Buch, dass man sich 30 cm unter der Erde verwundern muss. Ich glaube, das ist übertrieben. Knall oder was? Und wir nähern uns ja sehr gesund. ich denke, das reicht absolut, wenn das quasi in der. Ich halte es sogar für falsch, ehrlich gesagt. Ja. weil in dieser Tiefe sind ja dann ganz anaerobe Bakterien und das sind ja gar nicht mehr die ganzen zersetzenden Bakterien und Kleinstlebewesen. Wir sind halt in dieser Humuslaufschicht. Deswegen würde ich das halt nur so ein bisschen in diese obere Humuserde eintragen und dann, genau, das ist noch richtig, wenn es dann zumacht und das Laub drauf macht, das schön so ein bisschen festdrücken. Ja? Macht euch ordentlich Laub drüber, damit eure Hand sauber bleibt. Und dann so gut festdrücken und so ein bisschen einmassieren. Guten Tag. Guten Tag. Und ja, ich glaube, das ist so perfekt. Und genau. Die Lösung, wenn ihr draußen in der Natur seid, im Wald immer am besten mal ganz Laubmaterial, das heißt der Kohlenstoffreich. Der Kot ist der stickstoffreich. Und wir wollen halt immer auf ein Verhältnis kommen von 25:1 Kohlenstoff zu Stickstoff. Das ist halt das perfekte Verhältnis zur Kompost. Genau, der Laub. Das Laub. Ein tiefer Boden Stickstoff bei der Kompostierung. Oh, länger geht's nicht. Du darfst dich schon hier niederhocken. Erkennt das ja auch in den Stellen von Kühen oder so. Ja, Kühe? Ja. Da nochmal die Kühe auf die Oberfläche, weil die haben so das Ganze auch 3 Wochen lang durch ihre Mägen durchlaufen lassen und Gras und andere. Also ich würde mir sagen, du musst mal zum Friseur, oder? Dann, ja, muss man da Rohstoff. Also, ja. Ist, so. Ja, das ey, war nicht. Voller tolle Mikroorganismen, die unser Serotoninspiegel steigern lassen. Aber ach so, wie war es mit den Bakterien? Ja. Sondern Mikroben? Dabei. Hast du ein Telefon? Oh, das ist ein Faden. Ja. Hast du ein Telefon? Geht? Ja. Soll ich mal kurz anrufen? Egal. Ich kann überleiden. Weil da keine Karte. Ganz klein eben hier rund. Und ich habe kein Guthaben. Kann ich nicht sagen. Muschel. Hübsch. Sorry, mein Freund. Ich wollte noch irgendwas dazu sagen. Genau, noch mit dem Hundekot. Wäre cool, wenn es da kompostierbare Hunde Flecken Beutel gibt. Also wie gesagt, entweder wenn euer Hund irgendwo gerade auf einer Grünfläche von so einer Bauminsel oder so in der Stadt oder irgendwo hinmacht und die hat nichts dabei, guckt, dass er irgendwie Laub, ein bisschen Erde und so weiter schnell zusammenfindet und das Ganze bedeckt und ein bisschen festmacht, dass es auch nicht so wieder wegfliegt und so ein bisschen in die Erde einmastiert wird und dann von ach ja genau, Kohlenstoff-Dickstoff-Feld, ne? Richtig, ne? Das Ding ist auch in den Stellen hoch, was hat auch einen sehr hohen Kohlenstoffanteil und genau, das gleicht es dann einfach aus und so verbindet sich dann gut zu einem guten Kompost und einer guten Erde danach. Ja, deswegen das Ganze halt auch noch besser ist natürlich Dreck, wenn ihr irgendwie Biokohle nehmt, dann wird Terra Preta für einen wundervollen, großartigen, zaubernden Boden für die Nachwelt. Genau, das ist dann halt Kompostklo, aber wer hat das schon mal dabei? Aber wenn ihr gerade irgendwie ein Lagerfeuer gemacht habt oder so, dann nehmt es auf jeden Fall mit, die Kohle, wenn ihr dann irgendwie in die Natur geht. Und genau, an sich ist es natürlich auch viel, viel sinnvoller, es einfach irgendwo immer
an einem Ort und Stelle zu machen. Wie ich schon gesagt habe, bei jedem Mal kacken, direkt einen Baum pflanzen, als ein Kompostklo, aber wenn man halt einen kleinen Garten hat, also in unseren Lebensverhältnissen ist ein Kompostklo besser, aber wenn man jetzt auf einem riesen Landstück lebt, ist es Quatsch, Kompostklo zu haben. Doch wurde reinkacken. Da gehst du dann einfach immer an irgendeinen Ort, machst ein kleines Loch. Lachbraten oder so, das ist auch ganz gut. Und machst einfach dahin. Und danach, wenn halt der Mond drin steht, Tomaten, ja, wichtig ist halt wirklich, dass man gut kohlenstoffreiches Material dabei ist. Dass das ganz einfach verarbeitet wird, Kohle am besten noch. Und ja, gute Ernährung mit Organismus noch. So, ich hoffe, das war's jetzt zu dem Thema. An die, ach genau, Hunde. Menschen, Babys. auch ganz schön hier, finde ich gerade bei Leuten, die ihr Baby schon sehr früh so erziehen, ohne Windeln und mit Zeichen, die es dann kommuniziert, dass es kackern muss und dann von Köpfchen geht. Ja, das ist echt cool, das so mal live zu sehen. Und hat mir erzählt, dass manche noch mit 5 Jahren irgendwie Windeln tragen, weil die Eltern nicht großartig drum kümmern, weil man hat halt oft dann das Ding, dass das Kind halt noch nicht ins Töpfchen macht, sondern irgendwo auf den Fußboden oder hier und da hinkackt. Und da muss man dann entspannt mit sein und Endstress machen und alles cool und so. Da funktioniert das und das muss man halt, dieses Risiko oder dieses, muss man dann tragen. Ja, das war's jetzt aber. Zu dem Thema Kacke. ein Thema, über das noch viel gesprochen werden kann vielleicht. Und ich freue mich auf eure Kommentare. Und bis zum nächsten Mal. Und moin. Live sehen wir uns ja auch hier zum Permakultur Design Kurs. Ich hoffe, das klappt. Steht noch eine Waage offen. So. 17 Minuten. Ciao.
Ja, ja. Das ist Refrain, ja? Yeah. Perfekt. Yeah, yeah, yeah. Frozen Tag. Orax. Orax. Contact. Nein, nein. Doch, doch. Okay. Yeah. Hast du schon mal gehört? Hast du schon mal gehört? I'm ready to rock up. This bitch still want me, this bitch still want fuck. I don't really give a just get out of the way and let me pop. So once again, yeah, metal flows nice, lyrics, egos nice. Doing nothing but a banger music, but don't refuse it, cause I'm a banger. Do it like a banger, do it, they to love it. I don't care about you, see if it, living my life and listen to the gangster music. Roll up in your block, watch you wear the gangster do it. Yeah, what you gunning for? It's because you see me come, it's because you see me come. But in your head, just to let you know, how the nine roll, how the nine roll. Be ready to rumble, shot down, locked down, patrol in the jungle. I'm not Rambo, but I blow you like a candle and leave your ass in the middle of the scandal. Nigga, you can handle with a nigga like me. In the rap game industry, fuck all my enemies. They only trying to stop me, but they can't stop me. I'm holdless, rolling, you're rolling. We smoking, smoking. Do we dance? We do a thing? We do a thing? We do a thing? Yeah. Crazy with a healer shit. Crazy with a healer shit. Okay, baby. You know my style. Dominated the dawn. Yeah. Yeah, it's like a game, baby. Yeah, check, check, check. 1, 2. Okay, hey, yo, machst du? Like, ey. Ein bisschen lauschen. Und treppen wir jetzt leiden und preppen. Mhm. Wollen wir Tommy mal einen riesen Gefallen tun? Wollen wir mal? Wer ist denn Tabi? Thomas Hane. Kennst du den? Gerald, kennst du den? Du kennst den. Go on your channel, babe. Oh, ich weiß noch nicht, wie das funktioniert. Wahrscheinlich nur mit Handwaren. Ich auch nicht. Da wünschte ich übelst ein Schlagzeug. Was? Thomas Hane? Für ein Schlagzeug? Ich weiß nicht, ob man das. Ja, das müsste dann noch ein bisschen aufgebaut werden. Was denn für ein Schlagzeug? Wo will ich ein Schlagzeug herholen? Ich hab ein Schlagzeug. Das ist ein sehr schönes Lied. Das mag ich voll gerne. Das ist eins meiner Lieblingslieder. Calax.
schön. Gerne. Geht mal 4,5 Minuten. Sehr viel Essen im Gauer ist hier. Da muss ich mich niederlegen. Ich darf das jetzt genießen. Wenn irgendein Stromausfall war, ja, dann hieß es immer, Johnny, komm, Steckdose, wir brauchen Strom. Und dann, zack, ja. Ich fand es ganz schrecklich. Aber du hast das nie so offen gezeigt. Nee, das habe ich nämlich reingefressen. Ja, ja. Und dann habe ich auch so geschlafen, weil ich immer wollte, dass die Nase runtergeht. Ne? So eingeschlafen, aber dann weg. Ja. Aber jetzt finde ich es super, weil das zeigt ja Energie. Ich liebe ja auch Schweinenasen. Ja, also die strahlen so viel Energie aus. Ne? Es ist so offen, es kommt der Atem durch und der Atem wieder raus. Ich finde es super. Man nannte mich auf die weg. Steckdose. Also ich Steckdose. Ja, weil meine Nase so nach oben geht und die ging natürlich früher noch mehr nach oben. Deshalb habe ich da wahrscheinlich auch ein Trauma. Mami, wie nannte man mich noch? Spitzname. Ah, und das Schönste, Teesäckchen. Das ist bis heute ein Spitzname. Ne? Teesäckchen-Mese. Und heute Spitzname. Von Mese, K-O-L-S-T, das ist heute mein Spitzname. Und immer Spitzilogi. Hier nochmal Spitzname von Mese, Doppelpunkt K-O-N-S-T. Die Kunst spitzt die Zukunft an. Hallo liebe Leute, wir begrüßen alle ganz herzlich hier mit meiner Mama, der Astrologin Sabine Walter. Hallo. Ja, und mit meiner Tochter, der kleinen Vicky. Hallo. Ich sage auch nicht, wie sie mit Nachnamen heißt, nicht, dass sie nur kiloweise fängt, um Gottes Willen. What? Ja.
So. Und das zweite. So, und das zweite. Das zweite Mal. One, two, check it out. Ist schon ein bisschen später, haben es jetzt nur noch. Alles klar. Das war dann Nummer 2 und das war. Wie wolltest du vorhin noch nennen? Ja. 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 Igitt, ey, das ist wie mein Alter. Du furzt wie mein Alter. Ja. Er ist aber nicht Alter. Du furzt aber genauso, wie der gefurzt hat, ey. Ja, vielleicht hat das eine Verwandtnis. Eine Furzwandtnis. Ja, das heißt man. Copy. Hier seh ich erstmal einfügen. Los. Bisschen die Beine vertreten. Ja, du bist schon mit einem Rumnörgeln, dass du mich zu saufen hast, ne? Nö. Ich bin Teil von so einem. Ich geh weg. Das müsste ich noch riechen. Ne? Genau. Ja, Gassi gehen, zum Wasser holen, ist ja so schön. Hm? Pippi Lotte. Immer auch aufladen. Pippi Lotte. Pippi Lotte. Also im Prinzip, aber das wäre, oder da, na doch. Schon mal aufgeladen? Also ich brauch so schnell noch nicht zu saufen. Oh, komm, rück mir doch mal nicht so auf die Pelle, Freundchen. Ich kann das nicht gut heißen. Ohne Brille sehe ich doch nichts. Umso besser. Siehst du wenigstens das, was du sehen sollst. Sie ist ganz rot. Komm mal, komm. Okay. Das ist cool. Ey, yo. Was ist los? Was ist los? Komm mal hier rein. Ey, yo. Ich komm mal rein. Und den? Ah, dann nehmen wir. Und den Brunnen an. Jump out, yeah, I'm trying to dump no mind, it's fire, oh let me
booty higher. That bitch clever, higher, higher. I smoke the weasel all night. Oh, I'm high, I'm getting higher. Yes, I'm sometimes a lion, but I'm not a liar. I'm a crying sire, desire. Oh, sing like yo, I'm superstar. Like who? Mariah Carey. So I'm Terry, I'm carrying my way, my pain over my back, my back. And I'm like Jesus, I'm through the way, y'all. Through the G-O-D, I'm through the way, I'm through the way, I'm going through that way. Through G-O-D, hey, me, I'm Jesus Christ follower, and I'm a warrior. I'm talking the truth for real, I'm a ninja, not the nigga. He's so fake, fake, so fake like your shit be fake. Me keep me go my way, do it, pray all day, yeah, moving through the beat like nobody else do before. You know my flow is hard to the core, hardcore. You know I flow to the beat, feel like it no more. Time, goodbye, me true, oh yeah, for real, nickname, I'm party for real. I'm a straight killer, killer on the MIC, killer on the party, yeah. Give me some more drink, bitch, I need it more. Wanna be high, higher, desire, warrior. I'm a warrior, warrior, motherfucker, I'm a warrior till I get no more. And I'm a rock till I get no more. And I'm a rock till I die till I die. I'm a warrior, warrior, warrior. Rock till I die till I die. Yes. Flip flow so strong. Yeah. Kill him with Danny, kill nobody, 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 nobody. What's that? Kill Gerald, haben wir nicht vorhin schon geklärt, dass hier keiner die Möglichkeit besitzt, jemanden anzurufen? Ist das bei dir angekommen? Willst du schon mal rumstressen? Du alter Alkoholiker, Drecksack. YouTube-Elend. Eifersucht ist eine, ist eine Leidenschaft, die mit Eifersucht was Leidenschaft straft. Die mit Eifer verflucht was Leiden straft. Ja. Kurz draußen weiter. Machst du noch das Brett ran, so wie sich das gehört, das anständige Mann. Tür zu, dann lass die Säcke vor den Türen. Wollen wir uns nicht ein bisschen die Beine vertreten? Ja, wollen wir. Aber du stresst ja schon wieder. Na, warte mal. Guck doch nur halt ein bisschen zu lange. Ne, du musst nicht mehr auf dich warten. Ne. Also mein Pott ist noch nicht alle. Animiere den doch, dass er was macht. Dass er mitkommt. Ja? Darf ich vielleicht mal noch den Upload hier korrigieren? 1:24. Naja. Das ist doch schön.